rühre mein Geld nicht an. Nein! Ah, verdammt! Dem wollte ich noch einzahlen fürs letzte Mal. Schade, schade, aber das kriegt er schon noch irgendwann zurück. Obwohl ich hoffe ja, dass ich nicht nochmal hier her muss. Aber diesmal sieht es schon besser aus. Es wirkt schon ein bisschen, wenn man mehr Stärke hat. Geht alles ein bisschen leichter. Ich meine, ich mache hier eben bei der Sprungattacke schon 12 Schaden. Das ist nicht schlecht eigentlich. Ah, komm schon. So, und jetzt kommt schon der Boss wieder. Mit den kleinen Ureinwohnern hier. Ah ja, das macht jetzt mal Schaden. Und jetzt konzentrieren wir uns mal ganz stark auf den hier. Weil der produziert ja die ganzen Gegner. Und wenn wir den jetzt erledigen, dann kommen natürlich immer wieder neue Gegner. Und dann geht das ja ewig weiter hier. Oh, mit der Y mache ich sogar 16 Schaden. Ist aber nicht schlecht. Ah. Sobald ich einmal Magie einsetze, kriegen die mich sofort. Das war das gleiche vorhin. Da wollte ich einmal meinen Blitz durchschießen. Auf einmal haben sie mich alle angegriffen. Als wäre das so das Zeichen. Oh, er setzt Magie ein. Komm, los, stürmt auf ihn. Und ich finde es eigentlich witzig, dass ich bei dem Spiel am meisten reden kann. Das Spiel mit der wenigsten Story bringt mich am meisten zum Plaudern. Ah, ich hab's gewusst. Die Wurzel alten Übels. Tötet den Rest des Übels. Oh, ein Vogel! Ach da, ich dachte, den könnte ich jetzt so als... Oh, ja, dem Turbo folgen. Weiß gar nicht mal, was jetzt passiert. Ach, okay. Hey, cool, wir können reiten. Ach ja, das ist die dumme Katze, die mich im Wasser umgebracht hat. Ah! Ah, komm schon, Reh, komm schon, Reh. Du schaffst das. Kannst du irgendwelche Spezialangriffe, Reh? Nein! Oh. Ich kann nicht mehr reden. Ich kann vieles, aber reden nicht. Ich kenne spezielle Sprungjumps und spezielles Failen, indem ich gegen einen Baumstamm laufe und in die Katze gespült werde. Vor allem gespült, im Trocknen. Das ist meine Fähigkeit. Habe ich extra lange hart antrainiert. Das war jetzt irgendwie zu viele Adjektive. Boah, wie viele Türen hier das sind. Steht hier nirgendwo ein Notausgangsschild? Und wie viele Meter noch? Boah, ich möchte auf das Reh mit dem Düsenantrieb. Das ja vor mir rumfällt. Und ich merke gerade, ich könnte einfach den Tieren folgen, wenn ich wissen will, wo die Tür ist. Obwohl man ja eigentlich genug Zeit hat, sich auf die Tür einzustellen immer. Und ich bin mal gespannt, wie lange dieses Projekt eigentlich laufen wird, weil... Wie gesagt, wir haben ja zu zweit, haben wir schon zwei Prinzessinnen gerettet in 6 Parts. Und 4 Prinzessinnen gibt es ja und... Ich meine, ich weiß nicht, ob danach noch was kommt. Ob man danach noch irgendwas Spezielles machen muss. Vielleicht den König retten oder keine Ahnung wie. Aber ich glaube, das Prinzessinnen retten selber dürfte nicht so lange dauern. Nein, nein, komm schon, reit dir. Ja, nein, knabber nicht an mir. Bin ungenießbar. Ich glaube, jetzt würde mir das Seepferdchen auch nicht so viel bringen. Ach verdammt, auf den Ding hätte ich jetzt drauf hüpfen können, oder? Das ist dumm, man muss eben, wenn man im Wasser ist, immer hüpfen, damit man angreifen kann. Ich meine, ist klar, man soll ja extra so ein Holzteil oder sowas haben, damit man weiterkommt. Sonst wäre es ja langweilig. Und jetzt schießen die auch noch hier. So unglaublich, ich werde von Pfeilen verfolgt. Und das ist unfair, dass die Dinger schneller treiben, als ich schwimmen kann. Ah, geh runter von mir, geh runter von mir, geh runter von mir. Oh, wie viel denn noch? Ich spam doch schon die X-Taste.
Oh, der war jetzt aber instant tot. Der hatte keine Chance. Hier ein bisschen bei den Fledermäusen und den Heilen aufpassen, verdammt. Gerade noch gesagt und schon gefällt. Oh, zwei von der Sorte. Und ein Hai. Und ein Hai, okay. Das könnte knifflig werden. Komm schon, mach eine fette Kombo. Ach, auf den Hai kann ich glaube ich drauf... Ja, genau, auf den kann ich drauf hüpfen. Und jetzt haben sie keine Chance mehr. Sobald ich irgendwo einen Untergrund habe, haben die keine Chance. Da hinten hängt ein Wäschesack. Ohne Wäsche, mit Müll. Oh, der König. Ach, dann weiß er schon, was das nächste Level ist. Verdammt. Da habe ich immer... Nein, nicht die Katze. Nicht die Katze. Ich hasse die Katze. Ich hasse die Katze. Wer die alten Folgen gesehen hat, wo wir zur Zeit gespielt haben, weiß, wieso ich die Katze hasse. Das hat schlimme persönliche Gründe. Ah, sie kotzt schon wieder. Ach, Vater, genau, wir müssen die Fellknäule, was die da ausspuckt, zerstören, weil die schon sonst das Schiff angreifen. Aua! Das kloppt macht der auch noch. Ah, eine Leiche zum Schwimmen. Schnell! Aber mit 16 Schaden ist das ja kein Problem. Ah, komm schon. Ah, das hätte jetzt schon noch klappen können. Nein, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Es musste ja kommen. Oh, aber der hat keine Chance. Nein, oh. Ich lass mich aber auch dauernd treffen. Jetzt. Ich lass mich aber auch dauernd treffen. Master. Ah, Katze, viel zu einfach. Wieso machen wir nur 3 Schaden hier? Ja, ah. Ach, Mensch. Der 4 mit extra langen Kombos. Ah, geh weg von mir, Hand. Die Hand macht mir am meisten Angst. Katze ist berechenbar. Jetzt zum Beispiel schlägt sie. Oh, Level up. Ah, genau. Ah, und jetzt machen wir ordentlich Schaden. Okay, wenn wir... Ab und zu schießt die Kanone. Ich schätze mal, das hängt irgendwie damit zusammen, wie viel Fellknäuel wir zerstören. Glaube ich jetzt zumindest. Keine Ahnung, eigentlich. Ich hatte einfach nur. Und komme mir da klug vor. Ma, komm schon, da wollte ich jetzt drauf. Fellknäuel! Keine Chance. Puh, Gefahr gebannt. So, so. Fette Combo. Komm. Combo Breaker. Multikill. Jetzt. Ah, komm schon, das ist mein Reifen. Danke. Ah, ich krieg sie nicht. Nein. Ausweichen. Jetzt kommen sie von da. Und von wo? Oha. Gar nicht mal so einfach. Der immer. Ah, ja klar. Komm schon, Fellknäuel. Ich glaube, jedes Mal, wenn wir einen Fellknäuel zerstören, schießt er dann. Und das war ja Ende. Hey, da war ich jetzt viel besser als zu zweit. Ja klar, wenn wir zu zweit spielen, fehlervoll, aber wenn ich allein spiele, bin ich der Pro. Und dafür gehört die ganze XP mir. Oh ja. Wir sind schon Level 10. Neuer Bereich freigeschaltet. Und das investieren wir jetzt. Wie viele Punkte haben wir denn? 4. Könnten jetzt eine neue Magieattacke. Ich würde sagen, wir nehmen 2 hier, ein hier und ein hier. Bei Stärke will ich schon ein bisschen raufskillen. Damit das ein bisschen schneller geht. Ich trinke mal eben einen Schluck, sonst wird mir der Hals zu trocken. Und das hört sich dann ein bisschen zu kratzig an. Mal abgesehen davon, dass mein Hals zerkratzt. Ach nee, das sind die dummen Pärchen, ja. Panda-Pärchen. Oder Banda-Pärchen. Müsste es dann heißen. Und jetzt machen wir... Oh, wir machen 14 Schaden mit dem und 11 Schaden mit dem. Was irgendwie eine Verschlechterung ist zu vorhin, wo wir 12 Schaden gemacht haben und 14, oder?
Oder nee? Nee. 14 und 16? Gar keine Ahnung, ich hab's mir nicht gemerkt. Ist schon so lange her, ich glaube, 2 Minuten. Da kann man das schon mal vergessen, ist ja klar. Und ich werde trotzdem immer weiter ein bisschen lang. Okay, schon wieder sehr viele Adjektive. Ich werde langsam immer ein paar Punkte auf Magie setzen, damit wir auch neue Zauber kriegen, weil das hat auch einer mal in den Kommentaren geschrieben, wir sollen mehr auf Magie setzen. Da dann neue Zauber rauskommen. Ach, das ist der Ziegenbock, der hat immer so gerammt. Ah, und da müssen wir wahrscheinlich den... Zweikampf. Ah, verdammt, voll verloren. Aber wir konzentrieren uns jetzt einfach mal komplett auf den hier. Deswegen werde ich immer... Wenn ich jetzt eben so 4 Punkte habe, 1, 2 Punkte immer auf Magie draufsetzen. Damit da was weitergeht. Man sieht ja auch, wann man die neuen Zauber kriegt. Das sind ja immer die hervorgehobenen Striche in der Leiste. Da kriegt man immer einen neuen Zauber. Das interessiert mich ja auch selbst, weil ich glaube, die Nahkampf-Kombos oder sowas, wenn es die nicht schon von Anfang an alle zur Verfügung gibt, ich glaube, das ist kein deutscher Satz, wenn die nicht schon von Anfang an zur Verfügung stehen alle, ich glaube nicht, dass man die nämlich zwischendurch freischaltet. Oh, der ist dort. Ja, und jetzt haben wir. Jetzt haben wir den coolen Rambock. Her damit. Und der macht... Nein, nicht Bestenliste. Nein, nicht Arena. Rennt Feinde um. Rami rennt Feinde um. Ja, das habe ich am eigenen Leibe zu spüren bekommen. Wow, was ist denn das? Riesenpandas. Boah, wir sind so stark mittlerweile. Das ist schon richtig krass. Wie lange der hier in der Luft bleiben kann, ist auch faszinierend. Springt dann einmal und dann macht er so eine ewig lange Kombo. Wieso können die sich alle in einen Wirbelsturm verwandeln? Kapier's nicht. Irgendwie treffe ich mit meinem Blitz rein gar nichts. Obwohl hier gerade Unwetter ist, müsste ich eigentlich Heimvorteil haben. So, du bist erledigt. Ja. Münze! Meine Münze. Münze! Meine Münze. Oh, können wir da vorbei? Ach, wir können, denke ich, mit dem Schild einmal arbeiten. Können wir aus der Deckung heraus arbeiten? Tja, da habt ihr wohl falsch gerechnet. Schon wieder so ein großer. Ich glaube, das war nur der eine, der was jetzt wirklich so stark war. Der hatte eben deswegen eine Lebensanzeige auch. Ja, sage ich ja, schon tot. Die anderen sind halt ein bisschen stärkere Pandas als die, was jetzt hier sind. Können wir da rauf? Ah ja, klettert eh schon. Die Fragen noch so dumm. Dumm. Was war denn das für ein Kerl? Hä? Oh, voll auf den Kopf gehüpft. Ich glaube, wenn die am Boden liegen, dann kann man so auf den Kopf hüpfen mit irgendeiner Taste. Müsste ich mal ausprobieren. Ah, nein. Oh, nicht die. Komm schon. Ah, ich wollte es noch. Wir sehen uns später. Ah, das ist so eine einladende Höhle. Sieht richtig nett aus. Ah, mit Schleims. Ah, die glitschen ja so. Die machen mir alles dreckig. Meine ganze Rüstung kann ich erst wieder in die Reinigung bringen. Danke. Dabei kostet die Schleimreinigung so viel. Können wir die überhaupt zerstören? Weiß es gar nicht. Obwohl doch, ich glaube, einer ist gerade in seine Einzelteile zerblubbert. Ja, scheint zu funktionieren. Oh, und es schleimt schon wieder. Sieht aus, als würde es regnen in der Höhle. Und dabei schleimt es. Ja,
Wenn es hier jetzt kalt wäre, würde es dann Schnee schleimen? Oder Schleim schneien? Ist eine gute Frage.